Wir mal ein bisschen zwiespältig euch bei den schönen Gesprächen zu unterbrechen, jetzt gerade, wo es gerade durchgeführt wird. Aber wir dachten, das wäre eine gute Gelegenheit, weil unser neuer Botschafter, der Herr Jedermann, zum ersten Mal jetzt für uns sozusagen offiziell hier in der Gemeinde dabei ist bei der Veranstaltung, dass Sie die Gelegenheit haben, für das Großwort auch in dieser Richtung nochmal uns zu reden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Fischer, liebe Mitglieder der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Finnland. Ich freue mich, heute die Gelegenheit zu haben, Sie kennenzulernen und Ihnen vorzustellen. Ich bin seit Mitte August hier im Land. Anfang September habe ich mein Beglaubigungsschreiben übergeben und seitdem auch offiziell hier der Vertreter des Bundespräsidenten der Bundesregierung in Finnland. Für mich ist es eine Aufgabe, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich war zuvor 3 Jahre Botschafter in Sofia, habe davor 3 Jahre als Botschafter in Prag gearbeitet, war auch schon in Aserbaidschan, das war mein erster Botschafter in Moskau, war mehrfach in Moskau, Boston, in Washington und Westafrika, habe also viele Gebiete dieser Erde gesehen. Für mich ist es immer wieder eine neue Herausforderung, neu anzufangen. Ich bin also diesen Beruf als etwas ganz Besonderes, weil ich alle 3 Jahre nicht nur in ein neues Umfeld komme und mich neu auf neue Menschen, neues Kulturumfeld einstellen muss, sondern jedes Jahr alle 3 Jahre seinen Beruf praktisch ein bisschen neu lernen muss, auch wenn ich viele Erfahrungen aus dem Vorgehen mitbringe. Finnland war mein Wunschposten, dass mir dieser Wunsch erfüllt wurde. Hat mich natürlich besonders gefreut. Umso mehr, als ich festgestellt habe, dass wir hier in Finnland einen der schönsten Präsidenten weltweit haben. Also sofern Sie die deutsche Residenz, die man schon kennen, wenn nicht dort noch kennenlernen, das ist natürlich ein Privileg in Deutschland für alle. Ich freue mich, dass Sie so umfangreich für die Zahlen hier erschienen sind. Ich glaube, dass das Bewusstsein um die eigene Geschichte im Ausland doch immer noch stärker ausgeprägt ist, als wir es bei uns in Deutschland haben.